Verspielt! Hallo liebe Brettspielfreunde, herzlich willkommen bei Verspielt. Heute zu einer Review zu zwei Erweiterungen, und zwar zum ersten Tiny Towns Fortune und zum zweiten Tiny Towns Villagers. Tiny Towns Fortune gibt es schon auf Deutsch und auch schon seit längerer Zeit. Hingegen Tiny Towns Villagers gibt es bis jetzt nur auf Englisch. Es sollte nämlich, nehme ich mal sehr stark an, auch demnächst auf Deutsch erscheinen. Es ist ein Spiel von Peter McPherson, erschienen bei AEG bzw. Pegasus. Das Grundspiel haben wir schon reviewed. Es hat uns wirklich sehr gefallen. Es ist eines von unseren allerliebsten Spielen. Es geht sehr schnell. Es ist super toll zwischendurch gespielt und bietet trotzdem noch genug taktische Tiefe. Was in den einzelnen Erweiterungen enthalten ist, das seht ihr jetzt gleich, und danach gebe ich eine Meinung ab, wie mir bzw. uns diese Erweiterungen gefallen haben und was unsere Gedanken zu ihnen sind. Aber jetzt mal ab zu den Regeln. Die erste Tiny Towns Erweiterung, Fortune, bringt Münzen ins Spiel. Die seht ihr schon mal hier, und eine Schatzkiste für jeden Spieler. Und die Münzen haben einen kleinen spielerischen Effekt, der das Spiel einfacher macht. Wie erhaltet man überhaupt Münzen? Wie immer ist es so, dass man ganz normal entweder nach der Prospektoren-Variante oder nach der Variante mit den Karten spielt und seine Steine einen nach dem anderen auf dem Spielbrett platziert. Und sollte man in einer Runde zwei Gebäude errichten, hier habe ich jetzt einfach mal diese Mine genommen, die hier zufällig liegt, dann würde man eine Münze bekommen. Dabei ist es egal, ob das zwei gleiche Gebäude sind oder zwei unterschiedliche Gebäude sind. Aber wichtig ist, in einem Zug zwei Gebäude zu errichten, bringt eine Münze. Das ist auch hier auf diesem Piktogramm dargestellt. Und jedes Mal, wenn man möchte, kann man eine Münze abgeben, um nicht die Farbe des Baustoffes oder den Baustoff zu nehmen, der entweder vom Spieler in der Prospektoren-Variante angesagt wird oder der durch die Karten zum Vorschein kommt. Wenn man jetzt eben, wie hier gewesen wäre, gelb gezogen hätte, ich aber gelb definitiv nicht auf meinem Spielplan platzieren möchte, kann ich einfach diese Münze abgeben und stattdessen einen blauen Würfel platzieren. Zum Schluss sind alle Münzen, die man bei Spielende hat, auch noch einen Siegpunkt wert. Und das war auch schon die große oder die einzige Regeländerung, die durch diese Erweiterung eingeführt wird. Es gibt natürlich auch noch 12 neue Gebäude und oder 10 neue Gebäude und 12 Denkmäler, irgendwie so in dieser Größenordnung. Hier zum Beispiel, wenn man den baut, diese Mine, nimmt ihr beim Errichten eine Münze. Also alle diese Karten haben irgendwie mit Münzen zu tun. Hier auch wieder, nimm sie beim Errichten eine Münze, versorgt für jede Münze, die du am Spielende zahlst, alle Versorgungsgebäude in einer Zeile oder Spalte deiner Stadt. Also alle neuen Karten haben mit Münzen zu tun. Bei den Denkmälern ist es auch so, es gibt hier noch ein weiteres Münzfach, denn die Zahl der Münzen ist auf 4 begrenzt, die man haben kann. Sollte man dann ein Denkmal errichtet haben, das hier so ein Münzfach auf der Seite hat, dann kann man auch hier noch eine Münze einlagern, und das erhöht somit die Anzahl auf 5, die man haben kann. Und das war es auch im Prinzip schon von dieser Erweiterung. Das ist Tiny Towns Fortune. Hier seht ihr die neuen Materialien der Tiny Towns Villagers Erweiterung. Zum ersten diese ganzen Tier-Meeples. Davon bekommt jeder Spieler 3 zu Beginn des Spiels. Die Form ist ganz egal, man kann gleiche nehmen, man kann unterschiedliche nehmen, und platziert sie in den Ecken von, oder in 3 Ecken von seinem Spielplan. Dann gibt es diese Villager-Karten. Davon wird jeweils eine für jedes Spiel benötigt, die werden umgedreht. Und diese Karten können mit Hilfe von den Villagers später ausgelöst werden. Es gibt dann auch noch dieses Brettchen hier. Hier versammeln sich immer die Einwohner, die Villager, wenn sie vom Spielbrett
oder vom Stadttableau entfernt wurden und werden am runden Ende immer wieder in die Stadt eingesetzt. Was machen sie nun? Man zieht oder ein Spieler sagt wie immer Karten an, dann platziert man diesen Würfel. Platziert man diesen Würfel auf einem Ort, wo ein Villager, ein Einwohner, sich befindet, muss dieser im Normalfall an ein angrenzendes Feld weiter bewegt werden. Denn es darf nie ein Einwohner auf einem Feld mit einer Ressource sitzen. Ist das allerdings der Fall, dass, wenn das jetzt schon so liegen würde und man würde dann ein blaues Würfelchen legen, weil das ist ja die Form des Landhauses hier in diesem Fall eben nur gespiegelt, und der Einwohner ist auf dem Feld, wo als letztes dieses passende Baumaterial gelegt wird, dann können zwei Dinge passieren. Die erste Möglichkeit ist, man baut und errichtet dieses Haus an dem Ort, wo dieser Einwohner ist. Dann würde das bedeuten, er arbeitet nun in diesem Haus und kann hier stehen bleiben. Errichtet man das Haus an einer anderen Stelle von den drei möglichen, also zum Beispiel hier, dann würde er einfach hier stehen bleiben und weiter würde nichts passieren. Er würde aber auch nicht an diesem Ort arbeiten. Das Ziel ist, man möchte auf jeden Fall, dass diese Einwohner an den Orten arbeiten, denn dann kann man sie einsetzen, um diese Karten hier auszulösen. Es ist hier immer angegeben, wie viele Einwohner man braucht, um diesen Spezialeffekt zu nutzen. Hier einfach kann man eine Ressource seiner Wahl in seine Stadt platzieren. Das hier ist vielleicht schon interessanter, das kostet dann auch schon mehr. Das sind nämlich zwei Ressourcen. Und hier kann man dann ein Gebäude bauen, wenn nur die Form, also das hier zum Beispiel, von diesen Ressourcen stimmt. Die Ressourcen selbst müssten gar nicht die passenden Farben haben. Wichtig ist nur, dass es bei dieser Karte lauter unterschiedliche Ressourcen sind. Also hätte ich das so am Spielbrett, könnte ich, wenn ich jetzt zwei arbeitende Einwohner hätte, diese abgeben. Das heißt, sie wandern dann auf dieses extra Brett von den Spielern, damit ich das hier einsetzen kann. Zwei Arbeitende abgeben und dann könnte ich hier so eine Apotheke bauen, obwohl die Farben nicht stimmen würden. Und da gibt es eben die unterschiedlichsten Karten. Hier kann man noch einmal sich dafür entscheiden, keine Ressource, die von einem anderen genannt wurde, zu platzieren oder ein Gebäude zu bauen, obwohl noch eine Ressource fehlt. Dann gibt es hier die Karte, die man nur in Verbindung mit der anderen Erweiterung spielen kann. Dann darf man seine Truhe komplett auffüllen, wenn man drei abgibt. Die hatten wir schon. Hier kann man ein Gebäude in seiner Stadt durch ein anderes ersetzen. Wobei es das Denkmal nicht sein darf. Und hier kann man überhaupt ein Gebäude bauen, indem man die passenden Ressourcen benutzt. Diese müssen aber nicht in der richtigen Form liegen, sondern einfach nur irgendwo am Spielbrett vorhanden sein. Also da kommen schon einige sehr starke und auch spannende Effekte ins Spiel. Natürlich gibt es auch wie immer wieder neue Karten für dieses, also für die verschiedenen Gebäudetypen. Hier ein Siegpunkt und haltet eine Ressource. Wenn ein anderer Spieler den Namen dieser Ressource sagt, dann kann man sie auf dem Outhouse, also ich nehme mal an, dem stillen Örtchen, platzieren. Ja, und wie gesagt, es gibt hier dann auch wieder Denkmäler und noch mehr neue Orte. Nur zum Beispiel noch dieser, ich weiß nicht, was das ist, ein Kran oder was auch immer. Ich weiß nicht, was Semaphore heißen sollte, nördlicher Semaphore. Wenn man ein Gebäude baut, kann man eine Ressource seiner Wahl in der Stadt platzieren. Einmal pro Runde. Also das ist auch ziemlich stark, sollte man natürlich möglichst am Beginn bauen. Und ja, das waren jetzt auch schon wieder die Regeln zu Tiny Towns Villagers. Kurzer Nachtrag. Am Rundenende setzt man wieder alle seine
auf diesem Spielbrett befindlichen Einwohner in die Stadt ein. Sollte einmal vielleicht, weil jetzt schon überall irgendwie das besetzt ist, eine Bewegung von diesem Einwohner nicht mehr möglich sein. Also hier zum Beispiel, ich setze das ein, hier kann er nicht hin, ist ein Gebäude, hier kann er auch nicht hin, ist ein Gebäude, hier kann er nicht hin, ist eine Ressource. Wenn das der Fall ist, wird er auch außen platziert und später dann am Rundenende wieder eingesetzt. Zum Spielende hin kann es natürlich passieren, dass nicht mehr alle Einwohner Platz haben, dann setzt man einfach nur mehr so viele ein, wie eben möglich ist. Aber das war's jetzt von den Regeln. So, ich hoffe, ihr habt einen guten Überblick bekommen und ihr habt gesehen, was in den einzelnen Erweiterungen enthalten ist. Jetzt kommen wir zum Fazit zu der ersten Erweiterung. Und das ist die Tiny Towns Fortune Erweiterung. Dabei dreht sich alles um Geld. Wenn man jetzt das Material hernimmt, die Münzen sind wirklich sehr toll, die schauen sehr cool aus. Diese Schatztruhen sind in Ordnung, da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Artwork-mäßig hat sich im Vergleich zum Grundspiel natürlich auch nichts geändert. Vom Spielgefühl her ändert sich doch das Ganze ein bisschen, da es einfacher wird, die Gebäude zu bauen. Weil man versucht natürlich Münzen zu bekommen, um so diese ausgeben zu können und eine Ressource seiner Wahl zu benutzen. Das ist wirklich ein ganz netter Kniff, weil im Grundspiel allein kann es natürlich vorkommen, dass oft irgendwie Ressourcen gezogen werden oder angesagt werden, die man nicht benötigt. Und da ist es doch ganz nett, wenn man jetzt diese Möglichkeit hat, die Münzen auszugeben und sich selbst einen Rohstoff auszusuchen. Und gerade das macht auch das Planen von dem Stadtteil, den man baut, oder von der Stadt, die man baut, um einiges einfacher, weil man eben die Möglichkeit hat, wirklich gezielt Ressourcen zu nehmen, was in der ursprünglichen Variante natürlich nicht der Fall war. Das heißt, es wird dadurch eigentlich ein bisschen einfacher. Natürlich ist es auch nett, wenn man dann Münzen hat und diese bis zum Schluss spart, dann hat man einfach mehr Siegpunkte. Und die neuen Gebäude, die sich hier in dieser Erweiterung befinden, haben natürlich alle in gewisser Weise etwas mit diesen Münzen zu tun, die man bekommt. Und sie fügen sich meines Erachtens wirklich sehr, sehr harmonisch in das Grundspiel ein. Und das ist definitiv eine Erweiterung von dieser Sorte, die man sofort von Beginn an auch neuen Mitspielern aufs Auge drücken kann. Also das ist kein Problem, dass man hier irgendwie noch mehr Regeln lernen müsste. Und sie fügt sich eben sehr harmonisch ein und ist eine absolute Empfehlung. Wer Tiny Towns mag, kann Tiny Towns Fortune ohne Bedenken sich holen, integrieren und mehr Varianz und mehr Abwechslung dadurch haben. Als zweites kommen wir zu Tiny Towns Villagers. Bei Tiny Towns Villagers materialmäßig ist es auch hier absolut in Ordnung, was geboten wird. Diese Tier-Meeple schauen sehr cool aus, sind ähnlich denen, die auch in Everdell vorhanden sind. Also das macht schon beim Hinschauen Lust auf mehr. Artwork, wie gesagt, ist auch das gleiche. Kommen wir jetzt so zum Spielgefühl. Und hier muss man eindeutig sagen, durch diese Bewegungen, durch dieses Arbeiten lassen und dieses Einsetzen von Ressourcen, und wenn das jetzt auf das Feld kommt mit dem Tier, muss das weiter bewegt werden, baut man aber da ein Haus auf dem Feld, dann arbeitet es jetzt dort, ist prinzipiell auch nicht wirklich schwierig von der Regel her. Von der Planbarkeit her, wenn man das alles wirklich absolut gut durchdenken will, ist diese Erweiterung vielleicht doch ein bisschen gehobener. Weil es ist gar nicht so einfach, diese Tiere dann dort zu haben, auf der Position, wo man die Gebäude auch tatsächlich baut, um eben diese Möglichkeit zu haben, sie dann einzulösen gegen diese Boni, die die beiden Karten, die ausgelegt werden, bieten. Das ist wirklich einiges zu durchdenken und das Spiel wirkt dadurch und wird dadurch auch etwas sperriger. Es sind tatsächlich interessante Effekte, die man dann mit diesen Arbeitern auslösen kann. Ich finde auch, dass die neuen Gebäude recht
cool und ja, natürlich nochmal mehr Abwechslung bieten. Natürlich jetzt in der englischen Version muss man halt Englisch können, logischerweise, um sie zu verstehen. Und in der deutschen Version wird das dann kein Problem sein. Aber ich habe jetzt in diesen Partien bemerkt, die wir natürlich gespielt haben, mit sowohl dieser als auch der oder beiden Erweiterungen eigentlich, dass die Tiny Towns Villages Erweiterung nicht ganz so gut angekommen ist, wie das bei Fortune der Fall war. Weil eben einfach die Regeln doch ein bisschen komplexer sind und das mit dieser Bewegung und dem Bauen und dem Einlösen, das ist dann schon wirklich nochmal eine Stufe mehr zu bedenken, um sie eben richtig zu platzieren. Und diese Erweiterung würde ich im Gegensatz zu der Fortune-Erweiterung eher nur den wirklichen Hardcore-Tiny Towns-Fans empfehlen, weil es ganz einfach nicht mehr ganz so intuitiv ist. Es ist bei weitem keine schlechte Erweiterung, aber es macht das Spiel doch noch ein bisschen komplexer und man muss vielleicht auch mehr überlegen. Und das gefällt natürlich nicht allen Mitspielern und Spielern. Selbst mir als ein Spieler, der wirklich sehr viel spielt, muss ich sagen, das mit den Dorfbewohnern, die hier dann arbeiten gehen und die man dann einlösen kann, das hätte ich eigentlich auch nicht unbedingt benötigt. Es sind coole Effekte, die man mit ihnen machen kann, sind sogar interessante Effekte dabei. Aber es ist vielleicht nicht ganz so rund und wirkt ein bisschen erzwungen, sagen wir es mal so. Das ist irgendwie mein Eindruck zu dieser Erweiterung. Also das hier auf jeden Fall top integrierbar, bei dem hier ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ist nicht ganz auf dem gleichen Niveau meiner Meinung nach. Also mir hat Fortune in dem Fall besser gefallen. Eine Sache, die ich noch nicht erprobt habe, aber mir vielleicht eventuell vorstellen könnte, ist es einfach diese Karten. Natürlich, die Gebäudekarten kann man natürlich auch von dieser Erweiterung verwenden, ohne mit den Arbeitern zu spielen. Und man könnte sogar diese Karten der Arbeiter nutzen. Und man sagt einfach, diese sind einfach auch finanzierbar mit Münzen, die man aus dieser Erweiterung bekommt. Wie gesagt, das habe ich nicht probiert. Das ist mir nur vorher jetzt gerade noch so eingefallen, wie ich darüber nachgedacht habe, wie könnte man das Problem mit dieser Bewegung und dass das wegfällt, lösen, aber die Karten trotzdem integriert haben von diesen Einwohnern. Und das ist eine Möglichkeit, die eventuell funktionieren könnte. Ich habe es noch nicht probiert. Falls ihr jetzt denkt, okay, das klingt gar nicht so schlecht, das probieren wir doch mal aus. Bitte gebt mir Bescheid, ob diese Variante funktioniert, einfach nur die Karten von den Einwohnern zu nutzen und diese mit Münzen zu bezahlen. Oder ob das total in die Hose gegangen ist. Jetzt in dem ersten Eindruck denke ich mir schon, könnte etwas sein. Das ist jetzt auch schon das Ende. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen Eindruck bekommen über diese beiden Erweiterungen, Tiny Towns Fortune, Tiny Towns Villages. Und ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Und wir sehen uns dann bald wieder. Bis bald. Ciao.